Ja, die nennen den Walter. Die sind mit in den Kinderschuhen, okay? Ja. Okay? Ja, ja. Okay. ja. Mit ganz viel Gefühl. Ja, schön, dass ihr hier seid. Völle vor allem du. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, danke. Also, es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeglöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltänderns kühlen Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort von Ferne her durchbricht den dunklen Tann ein helles Licht. Im Forsthaus kniet beim Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war bei ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Hästlein ging zur Ruh, das Rehlein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kinn und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht wie weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt sodann, es geht auf vier, die Reste in ein Geschenkpapier. Von Ferne tönt's wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so tiefer Nacht so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten mit einem Hirsch herangeritten. Sagt, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise, die Silberschellen klingen leise. Im Försterhaus die Kerze brennt, die Glocke klingt, es ist Advent. Das ist schön.